Wie jeder vernunftbegabte Mensch bist auch du gegen die Einführung der CBDCs. Wer noch dagegen ist und wie mächtig Macheorganisationen sind, die das zu verhindern wissen, das erzähle ich euch in diesem Video. Mein Name ist Thomas Bachemer, ich bin der Chefökonom der Goldvorsorge in Wien und solltet ihr tieferes Interesse an geldpolitischen Ereignissen haben, dann abonniert bitte diesen Kanal. Das internationale westliche Finanzsystem strebt seinen unvermeidbaren Ende zu. Die einzigen Maßnahmen von Zentralbanken, nämlich die Zinssenkungen, die wirken nicht mehr bzw. die erodieren. Zur Jahrtausendwende haben wir dann doch noch über 20 Cent gehabt pro produzierten US-Dollar, der dem GDP helfen konnte. Jetzt haben wir irgendwo im 0,000-Bereich. Wenn man diesen Weg weitergehen will, ist selbstverständlich eine Hyperinflation zu erwarten. Auch der Turbo-Keynesianismus in Form der Modern Monetary Theory findet nicht allzu viele Anhänger, besonders mit den Erfahrungen nach den C-Jahren sind die Bürger skeptisch und man kann ihnen eigentlich die MMT nicht mehr umhängen. Daher haben die Eliten einen Ausweg gewählt, nämlich den Weg der CBDCs, Kryptowährungen, verbunden mit einem zentralisierten Geldausgeber. Vorteile, man erspart sich viel Geld, haben wir in Vorvideos schon gehabt. Nachteile ist natürlich, die Zentralbanken erhalten die vollständige Kontrolle über das Geldsystem und übernehmen die vollständige Kontrolle auch über sie und haben natürlich Einblick über alle ihre finanziellen Transaktionen. Damit einhergehend führte das zu einem Ende der Demokratie führen, denn jeder freie Bürger ist nicht mehr frei, indem er die Waren seiner Wahl wählt und auch bezahlt, denn das Beispiel, ich habe schon oft genug erwähnt, schlechte Leberwerte werden gemeldet, die Zentralbank oder ein Computer verhindert dann, dass Sie sich noch irgendwo eine Flasche Bier kaufen und damit, also nicht wegen der Flasche Bier, aber generell, wenn die Wahl nicht mehr frei ist und wenn das vom Staat alles eingeschränkt wird und jeder Verbrauch irgendwie staatlich kontrolliert ist, dann ist es mit der Demokratie natürlich geschehen. Deshalb müssen Sie, also auch ich, aber auch eben andere Institutionen dieses ablehnen. Die Institutionen, die ich jetzt nennen werde, die haben existenzielle Gründe, denn viele von ihnen, die werden in einem CBDC-System obsolet. Ja, zuallererst sind natürlich einmal die kommerziellen Banken, Handelsbanken, Investmentbanken da. Jeder Bürger, jede Institution, jede Firma würde selbstverständlich ein Konto bei der Zentralbank haben, man bräuchte eigentlich die Banken nicht mehr. Aber dass das nicht so leicht durchzuführen ist und der Bankenwiderstand allein, sondern auch die Praktikabilität dafür sorgen könnten, dass wir keine CBDCs haben, das erkläre ich euch im nächsten Kapitel. Lasst mich nur zunächst fortfahren, welche Branchen noch gegen CBDCs sein könnten. Es sind natürlich die Finanz- und Zahlungsdienstleister, allen voran Visa, Mastercard, American Express. Das sind keine kleinen Player im globalen Wirtschaftsgefüge und die werden natürlich ganz rasch aufzeigen, wenn CBDCs jetzt wirklich kommen könnten. Und das ist halt die Frage, mein Freund und der präzise Gegenwartsanalyst Ernst Wolf sagt, die kommen demnächst und die kommen ganz sicher. Aber angesichts einer Phalanx, denken Sie nochmal, die Deutsche Bank relativ arbeitslos, Commerzbank arbeitslos, Société Générale arbeitslos, JP Morgan kein Job mehr. Also da sind schon große Gewichte dabei, die da einiges dagegen haben könnten und deshalb gibt es berechtigte Hoffnung zum Zweifel, dass die Zentralbanken bei allem, wie sie sehr sie das benötigen, diese CBDCs, aber wahrscheinlich scheitern werden bei einer Einführung. Zu den Finanzdienstleistern oder Zahlungsdienstleistern wie den großen Kreditkartenriesen kommt dann noch PayPal und alle diesen anverwandten Firmen, deren Macht natürlich nicht ganz so groß ist wie die zuvor genannten, aber dennoch in der Summe auch von den Zahlungsdienstleistern her wird hier ein großer Widerstand geboten und ganz so einfach
wird es dann nicht werden. Ja, die Kryptobörsen, die sind sowieso dagegen, also die werden auch keine Freude haben. Private Kreditgeber werden natürlich auch dagegen sein, weil sie können gar keinen Kredit mehr geben, weil sie haben ja nicht einmal die Möglichkeit, die Kreditsumme zu überweisen. Geldtransferdienste, BRICS, Ferrari, wie sie alle heißen, Wells Fargo, niemand hat ein Interesse an CBDC. Diese gesellen sich zu den Finanzdienstleistern und zu den Banken hinzu. Und das ist eben, wie gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, schon eine relativ große Phalanx der Gegnerschaft. Die Regierungsstellen und Behörden in anderen Nationen werden natürlich auch viel dagegen haben. Die können natürlich dann nicht konkurrieren mit der CBDC. Sie können auch gar nicht mehr hinein importieren, in diesen Wirtschaftsraum nichts mehr herausholen. Also andere Regierungen wären dagegen. Ich habe an anderer Stelle in einem der Vorvideos, die sich um CBDC drehen, ja gesagt, wann, dann kann man das nur eigentlich global einführen, weil anders geht das gar nicht, weil man nimmt sich so ziemlich aus dem Spiel. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, Europa führt CBDC ein, die EU ist ja da, haut es am nötigsten und würden das wahrscheinlich gerne als erstes machen, aber der Handel mit China, mit dem arabischen Raum und mit den Vereinigten Staaten wäre damit unterbunden. Ja, Privatpersonen und Unternehmen, die von Bargeldtransaktionen profitieren, sind natürlich auch dagegen, allen voran natürlich die Pfuscher, der Schwarzmarkt, die Schattenwirtschaft, natürlich auch die mittlerweile immer stärker werdende Phalanx der Datenschützer und Datenschutzbefürworter, die sind ja zum Glück in der Pandemiezeit aufgewacht und aktiv geworden. Auch diese werden ein gewichtiges Wörtchen mitreden und dann noch, aber nur unter ferner Liefen, unter Vollständigkeit halber, sei erwähnt, die kriminellen Organisationen, die vom Schwarzhandel leben, unter Vollständigkeit halber, sei noch erwähnt, die kriminellen Netzwerke, die jedoch offiziell keine starke Lobby haben, um protestieren zu können, oder vielleicht doch ganz gute Kontakte in die EZB und andere Zentralbanken haben. Wir wissen es nicht. Aber lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf die Banken. Natürlich, die Banken wären im Wesentlichen ihre Existenzgrundlage beraubt. Zumal ja zentralisierte Bankkonten in der EZB dafür sorgen, dass man keine Banken mehr braucht. Aber die EZB hätte auch große Probleme, weil die EZB ja nur 4.000 Angestellte hat, die zwar hoch bezahlt sind, aber wahrscheinlich auch keine Wunderwuzis sein. Und wenn man allein an das Kreditgeschäft von Banken denkt, kann man sich vorstellen, wie viele Kreditprüfer es braucht, um in Europa das ganze Kreditgeschäft zentral aus einer Bank zu führen. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das nächste ist die Geldwäsche. Bei der Geldannahme. Ja, heutzutage, wenn du mit 50 Euro auf eine Bank gehst, wirst du eh schon schief angeschaut. Und dann kommt noch irgendeiner daher, ein Geldwäschefuzzi. Ein solcher bin ich übrigens auch hier. Also nicht verächtlich machen, aber eine Geldwäschefuzzi, als wenn man mit einem kleinen Betrag kommt, nennt man das halt so, der kommt dann her und überprüft dann die Plausibilität und das Ganze. Mit insgesamt 4.000 Leuten, wovon 3.900 ja bei der EZB Direktoren sind, wie wir wissen, also die 100 Leute, die wirklich arbeiten, können das bei Weitem nicht bewältigen. Und auch hier gibt es ein logistisches Problem, warum wahrscheinlich der liebe Ernst Wolf doch falsch liegt mit einer relativ raschen Einführung von CBDCs. Filialnetze. Es ist ja nicht so, auch wenn wir es ganz gerne behaupten immer und wenn ich von dem Stuhl des Kritikers aus sehr gerne auf die Banken drauf habe, aber die Banken, es ist ja nicht so, dass die nichts arbeiten. Und denken Sie nur mal als Österreicher an das riesige Filialnetzwerk der Raiffeisenkasse oder als Deutscher bei den Volksbanken und Sparkassen. Was für riesige Filialnetze die alle haben. Ein Raiffeisenkasse-Filialnetz hat sogar mal den Sewell dahinreißen lassen, in meiner Anwesenheit im Publikum in Alpbach auf der Bühne zu sagen, es gibt mehr Raiffeisenkasse-Filialen als Kirchtürme in Österreich, wo ich mir dann gedacht habe, na gut, Alter, das wird da auch noch leid tun, hat es ihm dann auch wahrscheinlich, weil dann ist die Bankenkrise
voll entspannen. Anyways, das war nur ein kleiner Ausflug. Es geht um die Filialnetze. Die Filialnetze, du brauchst ja Kundenbeziehung, du musst mit den Leuten reden, auch wenn heutzutage die Kredite eines Installateurs an einen Installateur vergeben werden von einer Excel-Tabelle, wo eben Bankstertum statt Bankiertum gefragt ist, wo man nach Zahlen geht und nicht denen in die Augen schaut wie vor 100 Jahren und ihm einen Kredit gewährt hat, weil man ihn kannte als guten Unternehmer und die ganzen wirtschaftlichen Kennzahlen nebensächlich waren. Man braucht trotz dieser Wende hin zur virtuellen Welt und zur Datenwelt braucht man eben dieses riesen Filialnetz. Die machen das nicht zum Spaß. Die EZB hat kein Filialnetz. Und ich habe mit einem Menschen gesprochen, der im EZB-Bereich arbeitet und der natürlich besser Bescheid weiß als ich. Und ich habe gesagt, ja, dann könnte die EZB ja eigentlich alle Banken quasi verstaatlichen oder verzentralisieren. Und dann hätte sie ja das Filialnetz, die Prüfer, die Kreditprüfer, die Geldwäscheprüfer und alles, was man halt so braucht. Dann hat er gesagt, nein, es steht nicht in den Statuten, dass die EZB eine Geschäftsbank kaufen kann. Zweitens, viele Banken sind natürlich privat, die meisten. Und man kann sich natürlich vorstellen, die werden sich mit Leib und Seele wehren, wenn da jetzt die EZB ihre Existenzgrundlage zerstört und dann noch sagt, wir kaufen es euch ab, da habt ihr 50 Euro pro Aktie und das gehört uns. Der Preis würde natürlich extrem hinaufschnellen und es wäre unerschwinglich, aber allen voran muss man sagen, eine Zentralbank, zumindest die EZB, darf überhaupt keine Geschäftsbank kaufen, laut Statuten. Natürlich, Statuten lassen sie relativ rasch ändern. So, das heißt, Bankgeschäft ohne Filialnetz, ohne Kreditprüfung, ohne Geldwäsche, ohne direkten Kontakt zum Kunden ist eigentlich unmöglich. Aber das Bankgeschäft verschwindet nicht, nur weil man CBDC hat. Man hat ja die gleichen Aufgaben und deshalb erachtet mein Gesprächspartner, der im EZB-Bereich tätig ist, das als reine Fantasie und sagt, das wird nie und nimmer jetzt gespielt. Insofern als Abschluss zu unserer CBDC-Serie vielleicht noch eine gute Nachricht. Ich weiß es nicht, was kommt. Niemand weiß es. Eines ist aber klar, es gibt genügend Gründe, dass man CBDCs will, vor allem in der Politik, also auch in der Zentralbankenwelt oder Währungsmanagementwelt. Es gibt genügend Möglichkeiten, uns diese Währungen schmackhaft zu machen. Die Zentralbanken gewinnen enormen Macht, geldpolitisch, da haben wir auch ein eigenes Video darüber gedreht. Aber bei all diesen Vorteilen für das System überwiegt dennoch ein Nachteil. Zentralisiert lässt sich das Bankengeschäft einfach nicht durchführen. Von daher ist dieses Video eigentlich ein versöhnlicher Abschluss, vorerstiger Abschluss unserer Serie. Wer weiß, vielleicht müssen wir noch ein CBDC-Video nachschieben, aber dennoch versöhnlich, so schnell wird es nicht gehen, vielleicht geht es gar nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, hoffen Sie mit uns. Nehmen Sie aber trotzdem diese Drohungen, dass die CBDC kommen, sehr ernst und nehmen Sie Ihr Erspartes und bringen Sie es in die Edelmetalle in Sicherheit. Und wenn es ein bisschen mehr ist, lagern Sie sie irgendwo, denn nicht nur der Staat, sondern auch der Nachbar oder eine scheidungsfreudige Ehefrau oder Ehemann natürlich, man muss ja gendern ein bisschen, können ja auch irgendwie ihren Vermögen einiges antun. Deshalb lagern Sie es beim Profi, zum Beispiel bei der Goldvorsorge. Und wenn es wirklich noch mehr ist angesichts des Vermögensregisters oder CBDCs, was auch immer drohen möge, dann verschiffen Sie es einfach nach Dubai. Hier werde ich persönlich drauf aufpassen. Ich wünsche euch alles Gute. Ein versöhnliches Video für diese Serie zum Abschluss. Noch einmal alles Gute, euer Thomas Bachheimer.